Hallo Civilization-Fans, willkommen zurück zu Thomas Spiel Civilization 6 mit Brasilien als Kaiser der Brasilianer. Und wir haben beschlossen, müssen angreifen, um zu gewinnen. Und genau das werden wir in dieser Folge tun. Es ist dran, Japan mal wieder, muss man ja sagen. Und da würde ich sagen, nehmen wir gleich die Hauptstadt Kyoto ein. Da oben das Dorf behalten, Osaka würde ich vernichten, so spontan. Mal schauen, wer uns dann den Krieg erklärt. Vermutlich die Deutschen und die Ägypter und die Chinesen und die Amerikaner. Oh je, diskutieren. Mal schauen, wie wir das hinkriegen hier. Oh, wir sind wieder dran. Das ist ja cool. Ein Sägewerk können wir noch bauen. Produktion wählen in Rio. Rio baut Renaissance bauen. Gut. Nächste Runde. Der ist denunziert, hat uns denunziert. Leider haben wir kein krasses Beli, das ist ein bisschen blöd. Das ist ehrlich gesagt wirklich blöd. Eine blöde Befehle wählen. Ah, der noch? Okay. Das passt. Können wir eigentlich ein Casus Belli? Aha. So, dürfen wir ihn jetzt angreifen? Darf ich ihn jetzt wirklich angreifen? Er hat uns ja nur schon denunziert. Das ist jetzt auch schon ein paar Tage her. Wir werden einen formellen Krieg erklären. Das wäre schön, wenn wir das irgendwie hin kämen. Unser Handelsbilanz, Handelsbilanzübersicht. Da ist, glaube ich, nichts nach Japan. Ja, dahin. Und Bereitschaft. Handwerker, Fischernetze, Sägewerk. Gut. Fukuoka. Ein sehr interessanter Name für eine Stadt. Spion, das wenn ja alles Handwerker ist wichtig, beziehungsweise. Nein. Aha. Ein Händler. So, der hat ein paar Ritter hier stehen. Ein Samurai. Der Händler deckt hier einiges auf. Wo will der eigentlich hin? Weil der wird auf jeden Fall geplündert, wenn wir ihm den Krieg erklären. Wir müssen nochmal schauen, ob wir ihm wirklich jetzt nicht den, ich sag jetzt mal, echten formellen Krieg erklären können. Gucken wir mal. Casus Belli, formellen Krieg erklären. Ja. Machen wir. Der Götterwind wird uns beschützen und euch vom Erdboden fegen, wie alle anderen vor euch. Das habe ich ja schon gesehen. Ja, ob wir das gibt. Und ich vermute, dass uns der ein oder andere auch noch den Krieg erklären wird. Du kannst keinen Treffenschaden. Bombarde, können wir es noch befestigen? Du kommst mal hierher. Gibst den da hinten mal mit. Und du kommst direkt hier davor. Genau. Dann haben wir hier noch einen Speerkämpfer. Los geht's. So, weiter südlich sollten die nicht hinkommen. Das wäre fatal. Na, dann haben wir Okayama. Das Problem, Renaissance-Mauern. Du sollst den Händler bauen, das habe ich eigentlich noch angewiesen.
Gut, machen wir nächste Runde. Schauen wir mal, was jetzt hier so abgeht. Die erklären uns nicht den Krieg, die Japaner machen ein bisschen was. Geht natürlich auf die Bombarde, logischerweise. Interessant. Wow. Krasse Geschichte. Okay. Die Bombarde hat ganz schön gelitten. Leider, muss man sagen. Das wird schon werden. Ich habe eine Bank gesehen, die hat. Sehr schön. Du. Der Samurai ist nicht gefährlich. Du. Gehst gegen ihn. Machst ihn nicht weg. Gut. Du. Bist befördert. Kampfstärke bei Verteidigung. Gegen Landeinheiten. Ja. Du. Okay. Du kannst ihn hier komplett wegmachen. Sehr schön. Dann machen wir das doch. Sehr gut. Du. Nimmst du ihn mal vor. Den Samurai, zumindest nicht. Du kannst schon die Stadt angreifen. Bringt zwar nichts, also zumindest nicht viel. Aber es ist mal ein Anfang. So, du gehst hier hin. Sehr gut. Gegen den Samurai hast du eigentlich keine Chance, allerdings. Ja, der plus 5 plus Verteidigung gegen Kavallerieabwehr, bla bla bla. Gut, nächste Runde. Schauen wir mal, was er treibt. Mal aufpassen, okay, das könnte schief gehen da unten. Deutschland ist von der Moderne zum Atomzeitalter vorgegangen. Das waren die Samurai. Gut, die könnte ich da unten gerne aufreiben. Ah, Mist. Das war zu erwarten. Das war zu erwarten. Eine Bombarde. Gut. Du gehst hier hin. Mach's ihn weg. Sehr gut. Du gehst da hin. Du, ne? Gehst hier hin. Und du. Ja, das wird nix. Plünderst. Und du befestigst dich. Oha. Jetzt kann der natürlich auch auf uns schießen. Das hätte ich nicht gedacht. Das, von daher ist das schon ganz geschickt angelegt hier. Manchmal sind sie doch ziemlich schlau. Aber keiner von seinen Verbündeten hat uns den Krieg erklärt. Das ist ein bisschen. Finde ich interessant. Ja, das war klar. Okay, dann nehmen wir das Katapult hier noch weg. Beziehungsweise den können wir plündern, dann ist er wieder fit. Ja. So machen wir das. Also, der stört noch ein bisschen. Du gehst auf die Stadt. Genau. Du. Ja, kannst auch in die Stadt gehen eigentlich. Nee. Du musst hier runter. Nimmst du das Katapult mal vor? Bleibt dann immer viel übrig, genau. Relativ wenig. Straße plündern.
Du, was war mit dir? Nach außen rum. Das geht's nicht. Du kannst noch die Stadt beschießen. Ja. Bringt nicht viel, nur ein bisschen. Aber immerhin etwas. Oh, sehr schön. Der ist auch wieder frisch hier oben. Das ist gut. Dann kannst du ein bisschen rankommen, ein bisschen mehr. Hier ist ein Händler fertig. Der geht nach Shenyang. Genau, Shenyang. Shenyang, Entschuldigung. Nächste Runde. So, schauen wir nochmal. Kampf um Kyoto. Der bezieht sich ins Lager. Die halten den Samurai sehr gut stand. Das gefällt mir. Das war's schon. Krass. Ich gedacht, dass es das schon war. Kannst du dem Samurai noch ein paar mitgeben hier? Ja? Ah, okay. Er hier geht dahin und heilt. Du kommst. Ach komm, ich löse dich einfach nur. Dann kann er nämlich wesentlich weiter reiten. Gut. Und du. Nee. Befestigt sich weiterhin. Oh, eine Fregatte ist fertig. Sehr gut. Eine Fregatte. Sehr schön. Und du baust hier einen Leuchtturm. Nächste Runde. Schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Belagert. Bonusressource auf Eis. Yeah! Ein Samurai weggemacht, sehr gut. Ganz, ganz toll gemacht. Die Stadtverteidigung scheint auch nicht mehr zu funktionieren. Nur kann mir recht sein. Möchte ich sagen. Ich hasse diese Schnellklick-Geschichten. Habe ich das schon mal erwähnt? Du bist sicherlich nicht weggefahren. Aber du kannst diesen Handelsweg plündern. Und hier gibt es sogar noch mehr zu tun. Die Bombarde geht weiter auf die Stadt. Franz, du gehst hier in Stellung. Du gehst auch weiter auf die Stadt. Du gehst auch auf die Stadt. So, das machen wir dann nochmal. Dann müsste Kyoto gefallen sein. Ja, weil eine zweite Bombarde ist am Start. Da ist allerdings ein Ritter da unten. Ah, noch eine Fregatte. Sehr gut. Mal gucken, was hier so abgeht. Ah, China. China. Okay. Fregatte trudelt weiter hier hoch. Die wird uns dann bei Shizuoka helfen. Recife baut Renaissance-Mauern. Ganz wichtig. Und nächste Runde. Wie steht es um Kyoto? Ja. Das weiß ich, dass die Welt das tun wird. Und wie sagt er schon, Fidel Castro, die Geschichte wird mich freisprechen. Na, ah, Mist. Auch Mist. Ah, muss man nicht also Reichweite behalten.
Das war nicht durchdacht hier unten. Das war schlecht. Ganz, ganz schlecht war das. Die drei großen Elemente der Moderne. Ja, gut, die Kinder, was kam dazu? Gegen andere Religionen. Das kleine lassen wir es erstmal so. Bombarde weiter auf die Stadt. Rams. Du. Weiter auf die Stadt. Du gehst mal wieder außer Reichweite her. Das ist überhaupt nicht gut. Passt. Ja, du kannst da nicht viel machen, ne? Da wird auch nichts draus. Dann machen wir es mal so. Und so. Dich befördern wir erstmal. Verteidigung gegen Kalanker. Ja. Bist du wieder heile? Sehr schön. Und du kannst auch nichts ausrichten hier so wirklich, ne? Geh mal hier runter. Dann ist noch wieder ein Ritter. Eine Fregatte. Gut. Ausrichtung wählen. Okay. Hier sind wir ja ganz weit hinten dran. Marine-Tradition, Humanismus. Ja, nehmen wir das da schon mal. Und dann halt. Humanismus, das ist erforscht wird. Gut. Neue Regierung verfügbar. Monarchie, Theokratie. Monarchie. Was habe ich derzeit? Goldhandelswege. Mit der Monarchie. Oh, okay. Dann lassen wir das natürlich. Drei Runden Anarchie sind gar nicht gut. Und Stadtverteidigung, Fernkampfstärke. Nee, das ist Stadtfernkampfstärke, das ist Quatsch. Ich hatte hier vorhin mit anderen Religionen. Ja, passt. Also wie ich befehle, die ist jetzt eine Karte hier. Oh je, dann will er wieder eine Stadt kommen hier drin. Nächste Runde. Mal schauen, was hier so passiert. Genau. Jetzt hat er mir einen Siegel auf dem Silbertablett serviert. Interessant. Wie geht's, wenn ihr erwartet? Aber tja, er wehrt sich halt auch nicht mehr so wirklich. Das passt. Ist auch drauf. Ich denke, dann wäre das soweit erledigt. Gut. Jawohl. Ein Siedler auf Silbertablett, wie gesagt. Das müsste gereicht haben, um das Fitzlichen, was hier noch übrig bleibt. Jawohl. Zu besiegen. Jawohl. Sehr gut. Du kommst dann näher, ja? Schön, ich kann uns dann direkt nämlich etwas bauen. Hier gibt es Kupfer und Öl. Das könnte ich mir auch schon mal sichern. Stadt behalten, ja. Von da unten. Und du gehst nach Kyoto, danke. Produktion hier. Reparieren erstmal schön alles. Eine benötigt Befehle.
Chiyosoka. Könnte man jetzt natürlich gleich machen. Hauptstadt Japans wurde von Brasilien eingenommen. Was mich zum Leader of the Gang macht, sozusagen. Nächste Runde. Jetzt noch OK irgendwas. Okayama natürlich. Und dann. Lass mal die zwei Städte hier oben wegmachen. Halt, da brauchen wir noch Befehle. Ah, die Fregatte. Oh, halt. Stopp. Schön abbrechen, nur hierher. Danke. Nächste Runde. Den gibt er mit der Feldkanone. Das war leider klar, dass das passieren wird. Nein. Okay. Jetzt müssen wir wirklich aufpassen. Mal aufpassen, was hier so passiert. Gucken wir mal. Also das Ding hier ist schwer gefährdet. Er kann den zwar ein bisschen was machen, der aber nicht. Der kann doch nicht wirklich fliehen. Man kann nur hier hingehen. Ah, kann ich mal plündern. Mist. Der würde den töten. Okay, fangen wir mal an. Machen wir erstmal den hier. Das war schon mal gut. Das war sehr gut. Die Bombarde kann hier leider nichts ausrichten. Er würde ihn überleben, gerade so. Oh, es gibt sogar Wasser da oben. Krasse Sache. Ist der hier weg mit dir? Das war so dämlich. Aber ich glaube, der müsste mich. Es müsste gerade so gut gehen. Gerade so ein bisschen halt. Der Handwerker. Baut mal hier alles wieder auf, bitte. Und du kommst hier hin. So. Und wie der Kampf weiter um Okayama geht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen, freue mich über einen Daumen nach oben oder gar ein Abonnement. Sage, gehabt euch wohl. Bis bald, euer Thomas.